Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Bad Norse. Wir sind die Wikinger und wir verteidigen unser Land. So, hier ist ein Permanent Death. Das heißt, wenn ich mit meiner Kommandeure draufgehe, dann sind die alle tot. Und ich musste neu anfangen, wie wir in der letzten Folge erlebt haben. Aber jetzt sind wir hier und können uns noch ein paar neue Ländereien aussuchen. Kommandeure haben wir auch verfügbar. Das heißt, wir würden, glaube ich, mal greifen. Ne? Gehen wir zu Altrö oder Atrö? Kann auch Alrö heißen, aber ich glaube. Alrö, okay. Schiffe können deinen Truppen so. Aussuchen. Fahler Kommandant ist Ginesea. Okay, den können wir mit dazu nehmen. Natürlich praktisch. Wir entsenden mal unsere Leute. Perfekt. So. Jetzt hoffen wir, dass nicht so viele uns gleich am Anfang angreifen. So. Oder kommt ein paar mehr? Warte. Alle hin. Mal hin. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Oh. Und auch darunter. Haben wir alle Platz bekommen, oder? Sehr gut. Oh, die greifen gleich den nächsten an. Und Bögen, glaube ich, mit. Oder? Ne, die haben Schilde, okay. Nein. Gut. Dahin? Ihr geht dahin? Ihr geht. Dahin? Und die gelben? Der dorthin. So. Obwohl. Ist wieder so. Setzen. Okay, erstmal die nächsten. Ups. Cool. Sollen wir die einfach mal nach Haus schicken zum Recovern? Auffüllen. Machen wir einfach mal. Testen, ob das klappt. Gut. Müssten wir doch leuchten. Den hier platt bekommen, oder? So. Oh, da kommen zwei Boote diesmal. Okay. Die eine. Boot dann schicken. Als erstes angegriffen wird. Aber ich musste die aufladen, weil die ein, zwei Männchen verloren haben. So. Man müsste eigentlich sehen können, irgendwie, wie viele noch angreifen werden, wie viele Wellen noch kommen. Man weiß immer nur, wenn die letzte Welle kommt, das ist eigentlich schade. So. Hörchen. Wo landen die denn? Kriegen wir erstmal trotzdem hier hin. Nächsten. Auch hier hin. Und die gelben auch dorthin. Dahin. Wo die Akku, die landen da drüben auf der Seite. Das heißt. Ein bisschen Leute schicken wir mal hier hoch. Und die mit dem Grünen schicken wir. Und nochmal. X-Horn. Immer blasen, oder? Nur eher das Kriegshorn? Nur was, wenn wir oben irgendwo sind. So. Wieder aufgefüllt. Verkehrt ist.
Sieg. Okay. Nehmen wir ein bisschen Kohle. Ob wir jetzt die mit dem Schlüssel mitnehmen können, dass die jetzt auch zu uns gehören? Anscheinend. Geben wir dem alles? Ah, sehr gut. Haben wir noch einen Kommandant bekommen? Schauen wir uns gleich mal an, was der noch so kann. So. Infanterie, vielseitiger Nahkampf. Defensive Nahkampf mit langen Piken kann hervorragend die Position halten, aber nicht während Fernkampfeinheit, die aus der Distanz sehr effektiv ist, im Nahkampf aber verletzlich. Ich nehme mal die hier. Würde mich einfach mal interessieren. Terrano, Flug. Die nehmen wir auch mal mit, würde ich sagen. So, welche Insel nehmen wir jetzt? Unten scheint der Boss zu sein mit dem Totenkopf. Diese Insel. Insel allerlei. Initialisierung der Okay. So, die müssen auf jeden Fall eine erhöhte Position sein. Sinn bei denen. Okay, die ersten Boote werden sie andocken. Da. Oh, ist keine gültigen Sie. Wie? Sehr gut. Ein Boot. Bogenschützen auch hier hinsetzen. Ja. Kann ich auch funktionieren, oder? Und da schießen. Sind aber nicht so gut am Schießen, die Bogen, Leute, kann das sein? Okay. Bögen mal dahin. Die Leute hier. Roten. Oh, jetzt kommen wir zwei, okay. Also die müssen wir hier oben auf die erhöhte Position. Ah, guck mal. Letzte Angriffswelle. Richtig, oh, da kommen richtig viele. Frage, ob ich, kann ich von oben direkt runterhüpfen oder? Will ich wissen. Schwer. Aber echt, der Stoß heißt doch von da oben irgendwo runterspringen oder so. Überlegen, wie wir das am besten machen. Okay. Was wir für ihn da kaufen können. Hier kannst du eine Fähigkeit für die Mannschaft aus. Bombardiere ein einzelnes Spielfeld mit Pfeilhaken. Fahrende Bogenschütze, deren Genauigkeit, Feuerrad und Schaden erhöht sind. Cooler, ne? Warten wir noch.
So, wir die hier ein? Was denn hier für? Wir nehmen den. Wir nehmen die Insel. Bayer oder wie es. Keine Ahnung, wie es ausspricht. War. Okay. Da. Das Horn hören. Und gleich die anderen. Bleiben da bestehen. Können die ganz gut zielen. So. Paul ist nicht hin. So, und die roten dort? Mal gucken. Sehen wir gut aus? Links wieder. Okay. Muss schnell sein. Mehr Boote? Guck mal, einer erwischt. Noch einer. So, wir sind da rüber. Und da kommt die auch. Okay. Hier hin. Wir laufen den längs jetzt am besten. Also oder so. Wir laufen auch dahin. Alter. Komm, wir platt machen hier. So. Ah, Mist. Nee. Super. Oh, eine enge Kiste. Ja, enge Kiste war es jetzt wirklich nicht, aber es war schon ein bisschen. Eine Bombe! Sehr gut. Ein bisschen höher machen gerne. Auch. So. Den besseren Bogen ziehen. Könnt ihr auf jeden Fall besser zielen, das ist schon mal gut. Nächste Runde. Okay, also versuchen wir noch Bard Say jetzt zu erobern, damit wir runterkommen zu Kunoi. Vorbereitung der Insel Bard. Regeneriere Truppen in Häusern, um sie wieder zu Kräften zu bringen.
Also bloß echt eine enge Kiste mit dem Regenerieren. Eine Insel, die kann man vielleicht gar nicht so ganz. Da runterspringen kann gleich. Ich dachte, ich könnte da runter. Ah, die müssen wahrscheinlich genau vor mir sein, ne? Hab das nicht. Hüpfen so jetzt? Bitte? Dann noch hoch. Okay, das war nicht so gedacht, wie ich es war nicht so, wie ich gedacht habe. Aber es macht nichts. Auch so klappen. Mehr Boote? Keine Boote? Oh, warte. Okay, Angriffswelle. Der Bogenschützen. Nee, mit Schilden. Ich mit Schild. Und? Aber noch nicht. Das war jetzt nicht so schwer. So. Ein bisschen Money kriegen wir auch. So, müssen die anderen auch mal ein bisschen aufpumpen. Eben. Macht auch nichts. So, ich würde sagen, wir greifen jetzt mal den Kuh neu an unten. Gucken, ob das was, für das, was das ist. Vielleicht. Da kann ich noch irgendwas. Kriegshorn? Was ist denn da weiter von Kriegshorn? Wieder ran. Widerstandsfähiger, stärker und insgesamt. Level 2 erhöhter Schaden. Aber das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Punkte mehr, dann gibt. Oder pro Einsatz. Führe von der Klippe an. Okay, können wir doch noch, eh noch nicht machen. Greifen wir uns mal dieses Ding hier. Hoffen wir es klappt. Bin gespannt. Okay. Oh, das ist ein lokaler Kommandeur. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich mache 4 Einheiten dieser. Das ist natürlich super. Schon mal hoch hier. Nein. Dumm. Sollte da runter. Gelben gehen dahin. Die roten hier hin. Die lahmen gehen hier hin. So. Okay, vielleicht sollten wir die Lina mit den Grünen tauschen. Grünen gehen dort hin. Mehr Sinn. Okay. Noch mehr. Bogenschützen.
Ey, wir gehen noch auf Bogenschützen. Los, schieß. Echt keinen getroffen. Aber jetzt. Sehr gut. Rot geht hier rüber. Lila auch. Hey, das ist Quatsch. Gerne. Bogenschützen und wir haben Rot da. Reichen. Sehr gut. Ist ja zu schwer, ne? Aber jetzt haben wir 9,9. Haben wir 4. So. Oh, warte mal. Gehen die mal. Haben wir Upgrades verfügbar. Perfekt. Raus. Schauen, was der da zu bieten hat. Runde. Und schauen wir, was der zu bieten hat. Bombe nehmen. Hatten wir Gantrick mit der Bombe aus? War der klasse, was können wir da machen? Wen kann man die auf. Na, noch so ein paar. Wie soll die kann man die gegenprojektieren? War schon ein paar. Ja, und nicht kämpfen, werden sie sich. An hervorragenden Positionen halten, kämpfen. Brauchen wahrscheinlich auch so welche, ne? Machen wir mal. Brauchen wir vielleicht auch Pikoniere. Okay. Ja. Soviel zu der nächsten Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Irgendwie macht das Spiel schon Spaß. Kann man gut auf der Couch, während man spielt, daddeln. Kann man gut daddeln, wenn man auf der Couch liegt. Ja. Das war's fürs Erste. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und wir machen zu. Bis dann. Tschüss.